Hast du schon mal einen Veganer gegessen? Okay, möchtest du jetzt die Anmoderation machen hierfür? Kannst du es machen. Ach guck mal, das Geld behalten wir. Aber es wird da jetzt reicht's mir, jetzt schlage ich den Hund kaputt. Spaß. Nachdem wir den Kristallschädel wieder zurückgebracht haben, schwingen wir uns zurück ins erste Abenteuer. Das haben Jäger wir zwar... des verlorenen Schatzes. Ja, genau. Das hatten wir eigentlich schon im ersten Teil gemacht, doch die ersten drei Filme gibt es hier nochmal in Kurzfassung. Was für ein Indie-Lösung? Ja. Das hier ist praktisch eine Rückblende, könnte man sagen. Das ist ja auch nur eine verkürzte Version. Genau, aber das Lustigste hierbei sind die Animationen. So wie immer. Bin gespannt, wie sie es hier erzählen im Vergleich zum ersten Teil. Ah, da werden die aber viele Levels weglassen, das kann ich dir jetzt schon sagen. Ja. Auch welche, wo ich es nicht erwartet hätte. Aber das sind alles komplett neue Level hier, meine ich. Ja, sind das. Ja, siehst du, nichts copy-pasted. Boah, ist aber eine lange Linie. Nepal. Guck, das wurde einfach übersprungen. Oha. Ui. Oh, hä? Da wird aber wirklich einiges übersprungen. Ah, ich sehe jetzt erst, die Biene wurde wirklich aus Darts gebaut. Hä, ja? Aber die ist verkleinert worden. Ja. Alright! Ah, das ist das zweite Level, glaube ich, gewesen, oder? Praktisch, ja. 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 Wir sind jetzt ja, schon also direkt in Nepal. Wir haben komplett die ikonische Szene von ganz Indiana Jones einfach geskippt, kurz an, so erwähnt, so angespielt. Das trägt halt nicht zur Story bei, aber trotzdem verstehe ich es nicht. Ich finde, die hätten es einbauen müssen. Und ich habe gerade komplett vergessen, dass wir auf der Overworld sind und nicht in einem Level. Und du hast immer noch die Schlange bei dir. Achso, ja. Wir haben beim letzten Mal so einen Cheatcode angemacht mit der Schlange. Egal, komm, die können wir behalten, oder? Ja. Die können wir ruhig behalten. Hier ist das erste Level. Chefford, die sieht man dann auch noch in Cutscenes. Das wäre echt lustig. Bonk. Oh, nett. Da ist ein roter... Die Map hier, muss ich sagen, gefällt mir aber schon mehr als die ersten... Also als die zwei vor, die wir gemacht haben. Ja, also die erste Map von dem vierten Film fand ich sehr gut. Zweite Map überhaupt nicht. Dritte Map... Fand ich am Anfang okay. Mittlerweile überhaupt nicht mehr, also beide sind kacke, 2 und 3, und deshalb habe ich hohe Hoffnungen. Übrigens, sorry, falls im Hintergrund irgendwas hören sollte. Übrigens, die letzten zwei Maps, die wir dort hatten vom Königreich des Kristallschildes, die sahen ja fast gleich aus. Ja. Und du musst dir denken, jetzt haben die alle Gegenden, die praktisch im ersten Teil relevant waren, in diese Map gepackt. Ja, ist mir schon klar. Also, das ist übrigens das letzte, dann haben wir direkt das grüne fertig. Schau mal hier, ja. Wie schnell. Wenn das Ich muss gerade drüber nachdenken, aber ich glaube tatsächlich, es gibt auch noch die Anfangsszene, aber das dann als Bonuslevel. Das ist lustig, Indy hat Angst vor Schlangen, aber mit der Rumfuchteln ist okay. So schnell haben wir das schon. Ja, das ist schön. Ich meine, ich habe nichts dagegen, wenn es ein bisschen schneller jetzt vorhanden geht. Vor allem, wie lange sie den vierten Film gezeigt haben. Wollen wir jetzt gleich mit der Story weitermachen? Können wir theoretisch machen. Was? Ah, Geld. Ah, Geld? Wie bitte? Wird das jetzt alles braun oder was? Komm, bitte mach's an. Warte, was macht das? Dann lass uns mal irgendwas zum Verkloppen suchen. Wo waren wir denn noch nicht? Da oben auch noch nicht. Ja, ich hab hast du mit der Peitsche schon hier oben am Tor gezogen? Ach, kann man hier nicht hoch? Achso, nee, habe ich tatsächlich noch nicht. Das habe ich noch nicht. Mit der Peitsche da am Tor. Aber das Geld sieht normal aus. Was ist denn AA-Geld? Vielleicht macht das ein Furzgeräusch, wenn man es einsammelt oder so. Hä? Achso, hier kann man nicht. Nee? Nein? Machen wir dann weiter. Warte mal. Das nichts gebracht? Hallo? Kann ich das nicht kaputt machen umsonst? Warum kann ich das hier nicht anzünden? Was ist das ja eigentlich? Was zum Machen, I guess? Vielleicht braucht man eine Schaufel dafür. Ja, du hast nichts, oder? Was hast du? Nee, das ist so ein Werkzeug. Nee, dann müssen wir das erste Level machen. Let's go.
Wer das wohl ist? Oh, gewaltige Kinderspiele. Hilfe! Oh, oh. Das sah aus wie dieser eine Sandman aus diesem Superhero-Spiel. Oh mein Gott, Harry Potter hat das geklaut! Tötet einfach seine eigenen Leute. Sehr brutal! Videospiele machen einen zu einem Mörder. Und dann das Beispiel. Ja. oh, ich kann ja was bauen. Aber ist das nicht einfach genau wie das eine Level, was wir schon gespielt hatten im ersten Teil, nur dass die Kamera diesmal andersrum ist? Gefühlt. Das könnte sogar sein, ja, ich glaube schon. So wirkt es zumindest gerade auf mich. Was brauche ich denn hier Schönes? Hilfe, ich der Hitze! Ah! Ich habe da nur eine Schlange bei mir! Wie wollen wir die Schlange nennen? Hast du einen Namen für sie? Charlie. Okay. Meine kleine Schlange Charlie. Bam. Bam, bam, bam. Hä? Was krieg ich denn hier? Eine Banane? Oder? Was ist das hier? Soulstone-Brühe? Kann mich nicht anschauen. Möchtest du die Banane haben? Hier, bitteschön. Ne, der will die nicht. Ist intolerant dagegen. Oh, ein Klavier. Oh. Dafür haben wir jetzt Zeit. Macht das irgendein Geräusch? Nö. Also Dong Dong! Infinite Money Glitch. Nee, schade. Wäre lustig gewesen. Ich hätte es lustig gefunden, hätten die da ein richtiges Lied abgespielt. Hatten die ja vor allem auch in diesem einen. In diesem Diner, einen... ja. Ja, genau. Hätten die ja eigentlich nochmal machen können. Ah! Harry Potter, es ist zu heiß. Ist das nicht sogar sein Gesicht? Ja, weil die haben nie eine offizielle Figur für diesen Major Tod gemacht. Er ist so Major gestorben, dass er jetzt Major Tod heißt. Bam, 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 bam. Haben wir das Geld jetzt? Was? Ah, jeden einzelnen Cent mitnehmen. So was? Was hast du da? Eine Gun! Oh mein Gott, ich will die auch. Let's go! Piu! Kann ich damit abschießen? Ja, aber bringt nichts, das ist im Grund. Bam! Ich kann damit stunnen. Achso! Ah, wir müssen wahrscheinlich irgendwelche Dinger aufbauen. Ja, Reflektoren. Bam! Soll ich dir helfen? Oder kriegst du es hin? Tricks. Guck mal, wie Charlie rumschmeißt. Wee, wee, wee. Zack, 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 zack. Und. Komm schon! Komm schon! Ich glaub, wir. Ja. Jetzt noch den anderen. Oder so. Ist das ja. Da runter? Kriegen? Nee. Hm? Nee, warte, der hier muss nach rechts. Ja. Ah! Krass. Hab ich gleich gesehen. Boah, er immer mit seinem Attentat hier. Was soll denn das? Nicht lustig? Sehe ich aus, würde ich lachen, oder was? Ich glaube eher weniger. Ich glaube, es hackt. Das Level hier mag ich eigentlich. Ja. Weiß nicht, ob ich das jetzt besser finde als das vom ersten Teil. Ja. Für die sich wundern, oder die, für die sich interessiert, ich werde die Originalfolgen von den Leveln aus dem ersten Teil wahrscheinlich verlinken. Damit ihr euch das mal anschauen könnt danach. So im Vergleich. Was will er denn hier von mir, Junge? Problem oder was? Vielleicht einen Stuhl bewerfen oder so. Warum habe ich hier zwei Egal. Okay, wunderbar. Ah, ja. Hier rüber. Okay. Ich glaube, der muss Aua. Ich glaube, der muss hier eingefangen sein. So. Komm mal mit, Kumpel. Nee, nee, das muss da schon nach hinten. Ja? Oh. War nicht weit hinten genug. Aber jetzt. Der Bubu brennt. Jetzt hat er auf einmal 5 Leben.
Ja, bam! Aber jetzt hat er gar nichts mehr! Hat kein Leben mehr, ist tot! Aua! Ey! Hier, ich fessel ihn. Oh nein! Marion. Marion Ravenwood. Ist alles? Ja, ich höre alles. Ich mag das Theme, das da läuft sehr. Das Kairo-Theme. Ja, wir haben beseitigt, zumindest denke ich das. Und jetzt machen wir weiter. Die wollen uns angreifen, warum auch immer. Ja, weil das Sherpas sind, die von ihm bezahlt wurden. Warte, ich gebe ihm einfach Geld, dass er für uns arbeitet. Warte, das funktioniert. Vertrau mir. Hey Kumpel, ich gebe dir 2 Euro die Stunde. Arbeit für uns. Komm her, bum, 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 bum. Ab hier! Sherpa-Schläger! Ey, der hat eine Gun! Den nehme ich mit, der hat eine Gun! Kannst ruhig Indie spielen, wenn du möchtest. Ich spiele Marion. Guck, wie er springt! Was ist mit dir? Oha, wie er rollt! So seltsam! Alter, wie hyperrealistisch das hier aussieht! Oh Mann! Was? Guck bloß nicht in den Himmel. Frauen sind etwas geschickter. Ach nee, hätte ich nicht gedacht. Oh mein Gott, wofür brauche ich den Schlüssel? Ach hier. Oh, da geht's weiter. Das ist das nächste Level. Oh, schau dir den mal an hier. Den kannst du reparieren mit deinem anderen Kumpel da, mit dem anderen Charakter. Ist dir gerade eigentlich aufgefallen, wie schnell wir von einem Schneebiom in die Wüste gekommen sind? Ja, eine Brücke halt, ne? Ist doch wie in Minecraft. Ne, wir wissen ja alle, Minecraft ist das realistischste Videospiel, also. Wir brauchen erstmal einen mit einer Schaufel. Was so? Weil dann kommen wir mal erstmal das nächste Level, würde ich sagen. Ja. Vielleicht kriegen wir da einen. Ich finde die Stadt mal sieht schön aus. Ja. Ah, hier sind wir. Affi! Ich dachte gerade, die wollen den Affen klauen. Die können sie ruhig haben. Oh Gott. 5 von diesen Blue Hooded Gegnern. Wie heißen die? Die heißen, glaube ich, einfach nur arabische Kämpfer. Gegen die Araber. Nachtaraben. Nee, das sind jetzt die Tagaraben. Denn es ist Tag. Lol. Können wir die. Was habe ich da gemacht? Können wir die Bewohner angreifen? Vielleicht. Wir sind übrigens sehr schnell mit der Mission gleich fertig, ne? Wir sollten vielleicht ein bisschen Geld sammeln gehen. Ja, ich meine ja nur. Ey, Probleme, Mann! Okay, dann hast du halt Probleme, wieder egal. Ja, das kann hier nur das Lama beißt mich die ganze Zeit. Ja, bei mir auch. Hör, was ist bei mir los? Hilfe, Schlangen! Obwohl ich literally selber eine im Gepäck hab. Egal. Hilfe! Das ist keine Schlange, das ist eine Peitsche. Das ist eine Schleife? Ein Seil. Das ist ein Seil. Verdammt. Gib mein Geld! Aua! Ich hab ein paar Probleme. Kannst du mal die Lamas beseitigen? Wie beseitige ich die? Vielleicht mit einem Schwert, was die da fallen lassen. Funktioniert nicht, guck. Lässt mich nicht. Doch jetzt! Hä? Ja, okay, danke. Das ist meins. Beseitige mal den anderen, dann können wir in Ruhe. Bam! Okay, jetzt können wir in Ruhe weiter Geld sammeln. Ich glaube, du musst jetzt mal sterben. Der will nicht sterben! Stipp, Mann! Hä, hey, der kann nicht sterben, schau mal. Das ist eine Animation. Vielleicht stirbt er erst, wenn ich ihm das über die Rübe haue. Ja, tatsächlich, lol. Okay, krass. Bam, 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 bam. Wir haben ja schon die Hälfte des Geldes. Das geht ja eigentlich relativ flott sogar. So viel Geld braucht man anscheinend in dem Level hier nicht. Generell, das ist jetzt erst das zweite Level, aber irgendwie ist alles super kurz hier, alles super schnell. Nein, habe ich nichts gegen. Ich finde persönlich, die hätten auch einfach den vierten Film so als einzelnes spielen so lassen können und halt
Weiß nicht. Ja und nein, weil stell dir mal vor, das ist dann so, dass die Eltern dem Kind irgendein Indiana Jones Spiel kaufen und dann hat er da wirklich nur den vierten Teil drin. Okay, ja gut. Weiß ich nicht. Ich weiß aber, was du meinst, aber das wäre dann schon ziemlich lang für den vierten Teil. Das wäre dann so lang wie die ersten drei zusammen, aber ist ja andererseits auch im Spiel so, also... Wir haben fast das Geld. Ich wette, hier drüben wird der Rest sein. Wunderbar, okay, dann komm her. Wir können mit unserer Schlange... Ich werde aber das Rest des Displays auf die Schlange benutzen, warum nicht? So, mit der Schlange können wir alles... Aua. Aufmachen. Nein, der Blaustart! Der Blaustart! Ich hab ihn! Ich hab ihn gerettet! Geh mal den Loot hier. Oder ich mach's halt. Bam! Wurzelbaum. Toter Baum. Er ist tot. Ich habe ihn getötet. Oh ja, den kenne ich noch. Monkey! Feinde mit einem schwarzen Schwert können nur von dir getötet werden, wenn du im Besitz eines Schwertes bist. Wiederholt Angriffknopf. Hast du ein Schwert? Nö. Aua. Mein Geld! Das Geld! Ich weiß auch nicht, ob du das wusstest, aber der Kairo-Ambush war tatsächlich mein erstes Lego-Indie-Set. Ah. Und ich hätte auch den schwarzen, also den Typen da in der schwarzen Kleidung im Turban und dem Schwert als Figur. Okay. Ich überlege gerade, wer droppt denn hier Schwerter? Ah, der hier wahrscheinlich. Ah, hier, schau mal. Ich hab sogar schon eins. Dann wird jetzt gekämpft! Ding, ding, ding! Ja. Ich muss einfach spammen. Yeah! Wollen die anderen beiden Futzis da mal runterkommen? Ich glaube, wir brauchen dafür die Hilfe des Monkeys. Das ist keine Affis. Den hochklettern. Hochklettern? Wie mache ich das? Haben wir hier eine... Ach, da hinten sind noch Bananen! Der will wahrscheinlich eine Banane haben. Dann gibt er uns den Schlüssel und mit dem Schlüssel kommen wir doch hoch. Kannst du den kurz killen? Please? 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 Bitte? Danke? Bitteschön! Ja, was ist besser für dich? Habe ich mir schon gedacht. Halten. Hä? Kann auch nicht beides behalten. Chef, der nimmt die Banane und wirft die dir wieder zurück. Mann, die sind so nervig. Lass mich drehen. Ich weiß aber noch, als ich einen Affen gefüttert habe und ich glaube, ein Mädchen hat dem so ein kleines Stück Popcorn angeboten. Oh nein. Und ich habe dem so ein großes Stück Popcorn angeboten. Und dann hat er einfach das große Stück weggeworfen, um das kleine zu essen. Was? Hä? Oh, das ist aber ein cooler Kampf hier. Bam! Jetzt geht Indy erstmal Meckes. Oh! Alter. Der hat dazugelernt. Ja. Monkey! Die Banane war noch nicht reif, das war so hart. Salla, Salawalla, welcome back. Ich mag aber seine neue Figur, die ist krass. Hat ich Style. Die alte MQs mehr. Ja, die alte ist cooler, aber die neue ist auch cool. Ja. Wobei das ja eigentlich passender ist, weil im ersten Teil hatte ja noch keinen Face. Jetzt kann Indy zum Meckes gehen. Jetzt kann Indy zum Meckes gehen. Ja, weil bei McDonald's gab es ja mal die Promotion, hast du mir erzählt. Dass sie ja, da stimmt, einfach ja. So die Filme verschenkt haben von Indiana Jones. Wenn man da so ein Mac-Menü bestellt hat. Was geht da von dir? Dass man dann so eine VHS-Kassette von Indiana Jones bekommen hat. Da gab es dann so die ersten drei Teile. Unglaublich, okay, das muss doch voll teuer gewesen sein. Da steht 8 Dollar für jeden. Aber das ist wahrscheinlich mit dem Menü zusammen. Ja, eben. Ich finde, das ist trotzdem eine richtig coole Aktion. Würden sie sowas heute bringen, ich denke, da würden mehr Leute hingehen. Schäfer, wie das sein. Gesundheit, Schäfer, wie das sein müsste, wenn die da irgendwelche Marvel-Filme auf Blu-ray oder so verteilen. Konnten wir hier vorher nicht lang gehen? Doch, das konnten wir aber gar nicht. Noch nicht hin. Was machst du denn da hier? Hau mal ab hier, hast Probleme, hä? Spring ihn um! Ich werde es tun! Ich bin verrückt! Hä? Kann man so weit nach hinten noch gehen, aber da komme ich nicht hoch. Wo bist du denn jetzt schon wieder hingefallen? Och, Michi. Ist irgendwas. Ja, Pfeil zeigt dir hin. Sorry, Bro, ich weiß auch nicht, was du von mir willst. Wo sind wir eigentlich?
Oder wo bin ich ja eigentlich? Oh, schau mal hier, was ich mache. Oh nein, das Lego-Schwein wird geröstet. Oh nein, das können wir doch nicht antun. Immer weiter. Passiert noch irgendwas? Oh, warte, ich habe ja eine Schaufel. Und endlich die Geldfarm. Das merkst du erst jetzt. Oh Mann. Water. Oh, 5 von 10. Salah meinte auch, er ist der beste Gräber in Ägypten. Oder Indy meinte das zu ihm. Krass. Weiß ich gar nicht mehr. Höh, ist eine Pfanne. Ich hab eine Pfanne. Bonk. Das ist kaputt. Was kann ich hier mit der Pfanne machen? Die fällt sofort weg. Hier brauche ich Indy. Ah, und hier ist das letzte Level. Ah, gut zu wissen. Aha. Hast du das Rennen schon gemacht gerade oder brauchst du dafür ein anderes Fahrzeug? Passagier. Jet. Hier, das hier. Hast du das hier schon gemacht? Nee. Kannst du machen. Guck mal, hier ist aber mein Lieblingsfahrzeug aus dem Spiel. Siehst du den da unten? Ja, kannst du nicht landen? Nö, werd dann da rausgeworfen. Ich hab's schon oft versucht. Ah, okay. Das ist der Nurflügler. Davon gab's auch in echt Prototypen. Das ist wo so ist das Fahrzeug? Warte mal. Das müsste ich hier sein. Da ist es ja bei der Brücke. Ah, okay. Was wolltest du sagen? Vom Nurflügler gab es in echt schon so Prototypen. Da wollte man ein Flugzeug rausbringen, das nicht auf Radaren entdeckt werden kann. Und viele meinen, das hätte noch einen großen Einfluss auf den Krieg haben können, aber wurde noch nicht fertiggestellt. Und später haben es dann Amerikaner gefunden und danach gebaut. Und ich glaube, der wird heute noch benutzt als nachgebaute Version. Krass. Schau, wie schnell das hier geht. Boom. Nein! Nein! Ich kann nichts machen! Ich kann nichts tun! Ah, das ist bitter. Siehst du den Vulkan da unten? Ja, da im Gesicht. Da gehen wir auch noch hin. Aber erst im zweiten Film. Aber irgendwo hier muss es doch für ein Flugzeug da so ein Rennen. So, jetzt nochmal. Diesmal schaffe ich's. Aber ganz sicher. Auch wenn ich mich jetzt schlechter anstelle. Schneiden wir raus. Ist nie passiert. Das ist eine Lüge. Das ist eine Propaganda, die nicht existiert. Das ist eine Propaganda-Style. Irgendwo muss doch das Flugzeugrennen hier sein. Hä, wieso sind hier zwei? Ah, Leute, ich sehe ja schon die Endszene. Ach, hier wohl ein Kamel. Ist eine Trophäe? Okay. Was zählt denn? Ah, du kommst sehr nützlich. Ich glaube, das Rennen war irgendwo hier oben. Warte mal. Ah, warte, ich kill ihn erstmal. Ich kill ihn erstmal. Stirb ab, Kumpel! Oder schließ dich uns an! Bazooka Man! Jäger! Bazooka Man? Da ist so! Geil, wie es für das so heißt. Ah, guck mal, hier kann ich hochfahren jetzt. Da konnten wir normalerweise nicht hoch. Hä, ist hier nichts? Wow! Doch, da war was. Hä? Da war was. Wait. Nein, bitte nicht! Kann das sein, dass man hier auch mit unterschiedlichen Flugzeugen unterschiedliche Höhen erreicht? Ich hab das Gefühl. Weiß ich nicht. Aber hier ist ein Level, glaube ich. Oh! Welcome to Bonus Stage! Guck mal, den Charakter kann man eigentlich nicht hier auf der normalen Map haben, glaube ich. Oder erst später über ein Bonus Level. Ich glaube, das ist Satipo. Ja, ja. Ja. Das ist ja. Nee, der Fall hat gerade hier hingezeigt. Ich glaube, da links kommt man noch nicht hin. Vielleicht ist das für später. Nee, Satipo haben wir nicht und wir haben den trotzdem bekommen. Nee, nee, ich meinte jetzt da hinten die blauen Stats. Da war einer versteckt. Haha. Dann drehe ich mal an der Pumpe. Das ist aber auch der blaue Stat versteckt, sonst kriegt man ihn jetzt nicht mehr, wenn man ihn jetzt vorher schon gepumpt hätte. Hier kannst du ausgraben. Hä? Das Ziel? Nee. War ein Fake! Dann wär's eine goldene Kiste. Okay, bleib mal hier stehen.
Okay, wunderbar. Da hinten rechts ist das Ziel. Unter uns. Among Us. Lul. Können wir was ausgraben, wenn wir das Wasser irgendwie wegkriegen? Ah, hier wahrscheinlich, oder? Oder macht das nur noch mehr? Oh. Das macht's nicht besser. Ich glaube, wir müssten dann zum Anfangsschalter wieder zurück. Warte mal. Ah, wieso komme ich da nicht dran an das Geld? Guck mal, hier oben ist ein Dealer-Master. Wie komme ich da ran? Hier rechts, ja. Wunderbar. Ah, jetzt kommen wir da ran. Hier links, schnell, schnell. Schön. Okay, das meiste haben wir. Jetzt noch die blauen am Anfang, dann haben wir eigentlich schon alles. Kann man hier oben noch irgendwas holen? Und jetzt? Warte, können wir jetzt schon nach unten? Zu diesem blauen Stats? Ah, ich glaube, das haben wir versaut. Versaubeutelt. Ja, das hätten wir vorhin machen müssen. Oder? Ja. Aber es ist ein kurzes Level, das kann man eben machen. Aber warum kann man da unten so viel ausgraben, obwohl man da nicht hinkommt? Komm, machen wir schnell nochmal neu. Guck, wir jetzt 2 Minuten. Mal den Speedrun, 1 Minute. Ganz chillig auf jeden Fall. Das passt ja zur Wüste, also mir gefällt das. Ah, jetzt kommt man da hin. Direkt am Anfang muss man wieder zurückgehen. Pass auf, am Ende reicht es trotzdem nicht. Versuch du mal, jetzt nach links zu gehen und das nochmal rauszugraben. Vielleicht hilft das. Ach, hier ist noch was. Hier ist noch was Blaues. Hatten wir auch übersehen. Rausgraben. Ja, hier, wo ich gerade bin. Da unten, siehst du, in der Mitte des Bildschirms. Die eine Kiste da. Hier. Hier, da nach unten. Geh mal nach unten. Geh mal nach unten. Nach unten. Hä, du... Lol, was kannst du da ausgraben? Nö, das geht ja. Soll ich dann warten, oder? Ich glaube, weiter kann ich das nicht ausgraben, aber... Nein. Ja. Ich hoffe, wir schaffen es noch. Warte mal. Wo komme ich hin, wenn ich auf die Plattform hier gehe? Komm mal hoch hier. Oh, man kann wieder abdrehen. Oh, da hätten wir gar nicht neu starten müssen. Okay, warte mal. Vielleicht kann man es nochmal abdrehen. Dann kann man da alle Schätze unten wegmachen. Nee, weil hier kommst du nicht mehr rüber, glaube ich. Oder? Oder bleib du am besten mal da. Oh. Ich komme jetzt zwar nicht rüber, aber du kommst rüber. Du kannst ja da hinten schon mal ein paar Sachen ausgraben. Ah, so kriegt man das restliche Geld wahrscheinlich. Schon ein bisschen fies. Ja, du musst halt daran denken, dass du halt zu zweit spielst oder generell, dass du 2 Charaktere spielst. Auch im Singleplayer hast du 2 Charaktere. Ja, die muss man dann klug miteinander abstimmen. Wobei die KI, würde ich sagen, oder der Bot da noch nicht so gut war. Ja, vielleicht war das hier so. Oder ist es hier so, dass der einfach stehen bleibt und wartet. So, hast du? Wie sieht's aus? Okay, ja, das haben wir auf jeden Fall jetzt. Ich mache jetzt wieder Wasser an. Du machst auch Wasser an. Wassermarsch! Hm? Ich habe nicht pausiert. Ich auch nicht. War das Mitzi vielleicht? Wie bitte? Hä? Oder Ingi. Was ist los? Mein Controller ist, glaube ich, leer. Inkiana Jones. Ja, mein Controller ist leer. Deshalb laggt es. Ich nehme schnell mal einen Ersatzcontroller. Computer. Ah, jetzt. Ah. Nee. Hä? Es funktioniert nicht. Das Spiel ist verglitscht gerade. Geht gar nicht mehr. Warte mal, hä? Ich beende für dich kurz das Level. Okay. Okay. Ja, warte mal, wie kontrollierst du beide Charaktere? Achso, ich bin nicht dabei.
kontrolliere ja wirklich beide. Aber er kann nicht springen. Vielleicht hast du Springen auf einen anderen Knopf. Hä, was fehlt denn? Wo fehlt denn Wasser? Wo haben wir denn Wasser abgesetzt? Ah ne, haben wir nicht. Ich kann nicht weitermachen, aber... Ja, mein Controller ist halt leer, das ist das Problem. Welche Taste hast du immer benutzt? Ich hab Tastatur benutzt. Ja, welche Taste? F2, glaube ich. Oh, jetzt bin ich wieder da. Was? Welche Taste benutzt du zum Springen? R-Taste. Okay. Warte, lass mich wieder steuern. Und dann, wenn ich... Wenn ich am Schalter bin, dann drückst du einfach die Aktionstaste, was auch immer du da hast. Drück jetzt? Ja, Taste. Was auch immer beiden deine Aktionstaste ist. Genau. Was ist hier? Was muss man hier machen? Müssen da beide hin? Ich war da drauf, ja. Ich hab ne Idee. Ha! Aha. Ha! Oh mein Gott! Alles mit der gleichen Steuerung vor allem. Aber wie kannst du beide gleichzeitig kontrollieren? Ich weiß nicht, aus irgendeinem Grund zählt die Steuerung für beide. Das ist auch nicht wahr. Nee, nicht steuern, nicht steuern. Warte! Guck, ich krieg das im Singleplayer hin! Oh mein Gott! Das ist der Singleplayer Two-Player, Alter. Oh nein. Wieso fehlt jetzt Geld? Ah nee, da ist noch ein blaues Start. Okay, ja gut. Wie war das nochmal mit dem 1-Minute-Speedrun? Drück mal deinen Knopf bitte. Ich weiß den Knopf nicht. Danke. Die andere Seite. Sag mir nicht, die müssen beide gleichzeitig. Mach mal. Oder? Okay, müssen sie nicht. Gut. Gott sei Dank. Ist doch 1 Minute. Guck, das ist doch 1. Was fehlt? Irgendeine lila Münze, glaube ich. Aber du musst bedenken, wir sind kein einziges Mal da gestorben. Toll! Warte, hast du die zwischen den Palmen oben? Ja. Ach man, dann machen wir das beim nächsten Mal direkt am Anfang. Holen wir nach. Okay, weil ich kann jetzt halt nicht weiterspielen, mein Controller ist leer. Okay. Tut mir leid. Stopp. Stopp. Das bin ich, glaube ich. Hä? Ich mach nichts. Ich sagte, ich mach nichts. Ich mach alle 4. Ich mach alle 4. Warum passiert nichts? Alle 4. Es passiert nichts. Warte. Ich hab eine andere Idee. Warte, pass auf, ich bin Magier. Warte. 3, 2, 2. Mein PC leckt. 1-0.